Hey Kinders, was geht bei euch ab? Das neue CSGO-Update ist am Start. Seeing the Light. Langsam, aber sicher sieht man das Licht. Es gibt mal wieder neue Skins. Die Aug ist zu ihrem alten Preis erhältlich. Und einige andere Dinge wurden geändert. Wir gucken uns erstmal die Skins an. Ach ja, heute Abend ist auch wieder Livestream, gell? Kommt dazu, Knife Giveaway, ein ganz neues. Wird eine coole Sache. 22 Uhr geht's los. Zack! Geiles Ding. Mit einer 6 drauf. Was hat das jetzt zu bedeuten? Ach, guck mal. Eine 4. Ein sehr krasses Teil. Also damit kann man sich, glaube ich, sehen lassen. Die ist ja noch geiler. Holla die Waldfee. Die gefällt mir jetzt noch besser. Ihr wisst ja, so bunten Kram. Das ist mein Kram. Das seid auch ihr, wenn ich was nicht treffe im Stream, ne? Da, Neon Darkin, das sehe ich ganz klar. Angstpotter! Sehe ich sofort. Ach ja, die Aug Momentum. Okay, ja, ja. Ist jetzt auch nicht schlecht. So ein bisschen unscheinbar von weiter weg. Aber sie hat was. Halt viel Momentum auch, ne? Oh, guck mal da. Alter! Revolver, neue Main-Pistol. Knock, knock, who's there? Pff, das sieht ja saucool aus, guck mal. Na also, es geht doch langsam mit dem Revolver. Aufwärts geht's. Erinnert so ein bisschen an die Galil, diese mit dem Mund, Shutter-Kacker, wie sie heißt. Aha, die Incinigator. So eine Mischung aus Anzünden und Alligator, ne? Ey, das sind ja, ich müsste eigentlich jetzt schon wieder neu anfangen mit den Top-Dinger-Waffen. Scheißdreck. Also bei den 5-7s wäre die auf dem zweiten Platz. Alle anderen würden runterrutschen. Hyperbeast ganz oben und dann direkt die Angry Mob. Oh, wow, wow. Die Ateris AWP, die hat sich Rick vorhin besorgt. Tobi hat sie, glaube ich, auch direkt gedroppt bekommen oder sowas. Ich weiß nicht genau. Das ist schon, also ich weiß nicht, ob sie besser als die Hyperbeast ist, würde ich jetzt nicht sagen. Aber gerade wenn man eben auf nicht so überladene Skins steht, grün gerne hat und eben auch dieses Tier, Schlange, Drache, Schlangen, Drachenschlangen, der Hackfleisch hassende Zarker, dann ist man auf jeden Fall dick damit bedient, oder? Holla, holla! Guck mal da, die Light Rail, die hatte ich gestern schon in der Hand gehabt, der Peacemaker hat mir die zugeworfen. Okay, hat so ein bisschen was von einem Fade da vorne, ja, schäh, schäh. Und die Gauss hat er auch gehabt. Auch schick, erinnert an die Ding, an diese Desert Eagle Directive. So ein bisschen, oder? So ein bisschen. Naja, ist nicht arg, aber ein bisschen schon. Alter Falter. Leute. UMP 45 Moonrise. Sicarini. Oh, die Bamboozle. Bamboozle. Das sieht sehr, sehr schön aus hier mit dieser, wie nennt man das dann? Mit diesem Laminat da drauf. Das hat Fleisch, also Fleisch ist auch nicht lamiert. Verdammte Scheiße, ich hab gerade einen Schlaganfall. Ihr wisst, was ich meine. Schön. Och, eine AK auch noch, die Uncharted. Ist das von dem Spiel Uncharted oder... Oh! Good for nothing? Was? Nee. Ace King. Ja, guck mal da, die Ace King. Geil, 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 geil. Hey, Leute, 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 Leute. Haltet euch fest, das ist ein geiles Ding. Kann man sich gönnen. Oh, die Whitefish sieht auch nicht schlecht aus. Also schon extrem einfach, aber auch nicht schlecht, ja. Die Cripsis wiederum ist schon sehr detailkrass verliebt. Guck mal hier. Oh, eine P250 Verdigris. Die hat auch was mit diesen grünen Flecken drauf. Soll das Rost sein oder so? Irgendwie. Oder so angelaufene Sachen? Mischief MP7. Wirkt wie so eine umgemodelte Urban Hazard. Und zu guter Letzt die Akoben Galil AR. Sehr schön, dass es komplett drauf ist auf dem ganzen Skin. Wobei es auch fast wieder irgendwie komisch aussieht. Wie so ein Spielzeug. Die haben sie ja schon mal ganz gut hinbekommen. Wie sieht es mit dem Rest aus? So, warte mal. Adjusted Round Loss Bonuses with the goal of reducing a negative feedback loop following streaks of losers. Also je öfter man verliert, desto weiter steigt dieser Lose-Bonus an. Und sobald du einmal gewinnst, fällt man um 1. Früher ist man einfach auf 0 dann direkt gefallen. Auf gar keinen Bonus mehr, oder? Wenn ich richtig verstehe, a win would reset the Round Loss Bonus. Ja, okay. Und jetzt fällst du immer nur 1 hoch. Also wenn du 4 Loses am Stück hast, bekommst du einen Bonus von 3,4k. Wenn du einmal winnst, bekommst du nach wie vor diesen Dreierbonus und fällst nicht auf 0. Na, verbessert mich, wenn ich falsch liege, meine Damen und Herren. Es gibt jetzt den Flashbang Assist, der ist ziemlich cool. Wenn du einen Gegner flashst und dein Mate den killt, dann bist du der Assist davon. Ich weiß jetzt nicht, ob man dafür auch Punkte erhält für diesen Assist, so wie es bei normalen Assists auch der Fall ist. Hier steht nur noch dabei, dass wenn jemand anderes mehr als 40 Damage macht, dann hat er den größeren Assist geleistet. Mehr als 40 Damage auf einen Feind ist scheinbar mehr wert als ein geflashter Feind, den man dann killen kann. Und somit wird eben dann der Mate als Assistant angezeigt, der mehr als 40 Damage gemacht hat. Aber ob man jetzt den Punkt hier bekommt, schreiben sie nicht. Aha. Hier steht nur, dass sie einen Callout bekommen. In der Death Notice. Jetzt ist hier die Geschichte zu den Waffen. Die AUG ist auf ihren Originalpreis wieder gesetzt worden. Die M4 hat jetzt 25 Bullets im Magazin, dadurch eben 75 in Reverse. Die Shotgun-Preise wurden verändert. Die Penetration wurde verändert. Die Sort of Range wurde angehoben auf 1400. Single Shot Shotguns in the middle of the reload sequence will no longer automatically continue to reload after a player holstered. Okay.
Dann noch ein paar Bugfixes. Hier eben diese Case. An Maps wurde noch rumgefuhrwerkt. Vertigo wurde wohl hart verkackt, wurde mir jetzt schon geschrieben. Ich habe es aber selbst noch nicht getestet. Und was haben sie hier? Ach ja, genau. Man kann jetzt sein Loadout auf Shuffle stellen. Das zeige ich euch gleich noch. Hier sind noch ein paar Fixes für die Clean Names. Sehr schön. Und so weiter und so fort. Bliblablub. Also, wenn ihr euer Shuffle-Ding einstellen wollt, geht einfach auf Loadout und drückt dann hier auf Shuffle. Ja. Dann ist Shuffle an und hier wird durchgewurschtelt. Scheinbar muss man das aber für jede einzelne Waffe machen. Also wenn ihr alle durchschaffeln wollt, müsst ihr halt überall diesen Shuffle aktiviert haben, damit das hier so dabei steht. Das bedeutet, auf jeder Map habt ihr dann irgendeine andere Waffe drin. Ist nicht schlecht, gerade wenn man halt viele Skins hat und alle irgendwie mal spielen möchte, ist das sicherlich eine coole Sache, aber so an sich... Ob das jetzt so notwendig ist, weiß ich nicht. Ja, so viel dazu. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir gerne, was ihr von dem Update haltet und speziell eben auch von diesen neuen Skins und so weiter. Vielen Dank für die Kommentare, für die Daumen und so weiter und so fort. Haut rein. Bis heute Abend im Stream. 22 Uhr.